Hallo lieber Days Gone Zocker, in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du in der Horden-Herausforderung infiziert wirklich super, super einfach den Goldrang erspielen kannst, falls du hier Probleme hast. Wir steigen auch direkt ein, damit wir hier nichts verpassen bei der Vorgehensweise. Ich werde das Ganze hier im weiteren Spielverlauf auch näher erklären. Ja, du wirfst hier erst einen Molotow-Cocktail rein, da kommt eigentlich hier der erste Trick. Du gehst auf diesen kleinen Container. Und von diesem kleinen Container kann man hier ans Dach. Das ist hier schon mal ganz entscheidend. Die Freaker können hier nicht auf das Dach. Ähnlich wie bei der ersten Horden-Herausforderung um Single gab es auch kurze Zeit mal einen Dachtrick. So nenne ich das Ganze mal, wo die Freaker dann nicht drauf konnten. Das Ganze wurde jetzt mittlerweile gefixt. Hier geht's aber bisher. Ja, was habe ich jetzt hier als erstes gemacht? Also es ist so, dass die Horde am Anfang relativ klein ist. Ja, es ist zwar eine Endlos-Horde, aber nach und nach spawnen dann die Freaker. Die Horde wird immer riesiger, immer riesiger. Natürlich ist es dann irgendwann wesentlich einfacher, hier eine höhere Combo für den Goldrang zu erspielen. Deshalb bin ich jetzt erstmal so vorgegangen, dass ich hier auf diese kleine, nette Ablagefläche, kann man hier wunderbar die Annäherungsbomben platzieren, um hier erstmal die ersten, ja, 80, 90, vielleicht 100 Freaker zu eliminieren. Habe ich hier meine 6 Annäherungsbomben und jetzt im weiteren Verlauf hier meine 6 Fernlenkbomben platziert. Ja, man kann dann hier schon eine kleine Combo aufbauen. Für die Goldmedaille brauchst du ungefähr eine 300er Combo, 280 sollten ungefähr reichen. Ich hatte hier zu der Herausforderung, zu dem Goldrang auch schon einen Speedrun gemacht, den online gestellt. Ja, das ist jetzt hier mal ein anderer Weg. Du bewegst dich jetzt hier zur anderen Seite. Ich habe einmal kurz geschossen, dann das gleiche Spiel. Die Freaker kommen hier rüber. Dann habe ich jetzt hier mit der Waffe, die da im Waffenrad links ausrüstet, erstmal das komplette Magazin verballert. Ganz einfach natürlich, um hier viele, viele Freaker möglichst zu töten und damit einfach, ja, die Horde immer größer wird, damit immer mehr Freaker spawnen. Gleich letztendlich dann, um die 300er-Kombo vorzubereiten. Also du siehst schon, wenn du das Ganze hier auf dem normalen Weg machen möchtest, dann ist das Video natürlich nichts für dich. Ja, handelt sich hier mehr oder weniger um einen, ja, Glitch oder um eine Spielmechanik, die man hier ausnutzt, ganz einfach, weil die Freaker hier nicht auf das Dach können. Ich werde hier gleich eine zweite Stelle zeigen, wo ich dann die 300er-Kombo letztendlich auch starte. In den kommenden 2 Minuten circa werde ich hier das Dach verlassen oder auf eine andere Stelle, wo man wesentlich besser aus meiner Sicht hier die Combo erspielen kann. Das ist jetzt hier erstmal die Vorbereitung. Wie gesagt, wenn du hier so einen Glitch nicht ausnutzen möchtest, so einen Trick, dann ist das Ganze hier sicherlich nichts für dich. Aber wenn du einfach Probleme hier mit der Herausforderung hast und sagst, okay, scheiß drauf, ich möchte das Ganze hier nur auf Gold haben, dann ist das, glaube ich, hier genau richtig. Ist aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr einfach, sich hier mit diesem, ja, Dachtrick die Goldmedaille zu erspielen. Stand jetzt ist das Ganze voll funktionsfähig. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen das Ganze hier von den Spieleentwicklern gefixt wird. Ähnlich wie bei der ersten Herausforderung bin ich schon näher drauf eingegangen. Und jetzt kommen wir hier eigentlich zu dem Hauptkniff, wo ich dir auch empfehlen würde, dass du das vorab einfach ein paar Mal übst gleich, wie man auf das zweite Dach kommt. Das ist hier so ein bisschen tricky. Ich werde darauf gleich relativ genau eingehen. Ich werde das Dach jetzt hier verlassen. Also ich habe jetzt hier als Ziel gehabt, einfach mit der, du siehst jetzt hier ganz schön im Waffenrad, mit der linken Waffe das komplette Magazin zu verschießen, sehr, sehr viele Freaker zu töten, damit, wie gesagt, die Horde einfach größer wird. Dann bin ich hier nochmal rein. Das Ganze ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Ich bin aber hier rein, um mir hier nochmal die Waffe zu schnappen. Ja, eine neue Waffe, die auch sehr, sehr effektiv ist, wo ich dann einige Schuss drin habe. Ich habe hier auch noch unten die Waffe. Und hier ist jetzt der große Trick. Du steigst hier auf diesen LKW und musst hier ganz, ganz langsam über diese Tür, über diese Ladeklappe balancieren. Und dann kannst du auch hier aufs Haus. Also das solltest du ein paar Mal üben, vielleicht direkt zu Beginn, einmal hinsprinten und dann, wie gesagt, über diese kleine offene Tür, du siehst jetzt hier ganz schön, über diese Ladeklappe, ja, nicht drüber sprinten, sondern einfach drüber bewegen und dann immer auf X drücken, dann kommst du hier auch sehr, sehr gut auf das Dach. Und das ist eigentlich hier die perfekte Position, gleich um die 300er-Kombo zu starten. Warum habe ich jetzt nicht direkt die Kombo gestartet? Ganz einfach, es sind immer noch deutlich zu wenig Freaker, ja, die Kombo würde abreißen. Man könnte es jetzt hier vielleicht gegebenenfalls schon versuchen. Ich würde dir da empfehlen, auf Nummer sicher zu gehen. Hier auch weiterhin die Freaker zu eliminieren. Du siehst, jetzt spawnt hier
spawnen die nächsten Freaker, die nächste Horde und von links kommt auch eine. Und das ist dann eigentlich so der Zeitpunkt, wenn du dich hier ein bisschen umschaust. Du siehst, es sind unglaublich viele Freaker, die jetzt hier kommen zu dem LKW, hier aufs Dach krabbeln. Und dann ist eigentlich hier der große Zeitpunkt gekommen, um hier die 300er-Kombo in Angriff zu nehmen. Das Ganze werde ich jetzt hier auch gleich machen. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, was machst du, um hier die 300er-Kombo zu erreichen? Ich habe hier einiges ausprobiert. Natürlich, vielleicht hast du da auch andere Erfahrungen gemacht. Ich persönlich würde dir Napalm als allererstes empfehlen. Napalm hat den großen Vorteil, dass die Kombo hier sehr, sehr stabil bleibt am Anfang, nicht so schnell abreißt. Und dadurch, dass die Freaker natürlich hier sehr, sehr dicht beisammen sind, verbrennen hier relativ viele Freaker. Ja, also es ist jetzt hier eine 57er-Kombo. Ich habe gleich hier das zweite Mal Napalm hinterhergeschmissen, bin jetzt hier bei 90, wenn ich es richtig sehe. Jetzt hier das dritte Mal, also die Kombo ist dementsprechend sehr, sehr stabil hier mit Napalm. Jetzt bin ich hier bei 117, habe als nächstes die Rohrbombe ausgerüstet. Ganz klar, auch je höher die Kombo ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ganz einfach nicht abreißt. Also wenn du irgendwann bei 250 bist, dann geht die Kombo auch nicht mehr so schnell zurück. Aber hier kann sie sich durchaus, diese weiße Linie kann sich durchaus zurückbilden. Ich bin jetzt hier bei 130 und jetzt habe ich hier angefangen mit den Attraktorbomben zu arbeiten. Einmal habe ich mir oben rechts das Fass ausgesucht, das fliegt mit in die Luft. Einmal noch geradeaus und einmal hier vor. Du siehst, wie hier alles wunderbar in die Luft fliegt, aber die Kombo bildet sich langsam zurück. Da musst du drauf aufpassen. Und dann der zweite große Trick, nimm hier den Konzentrationscocktail. Du kannst dann unheimlich lange hier in diesem, wie soll man es nennen, in diesem Slow-Motion-Modus ganz einfach hier wild rumballern. Du siehst, wie ich hier wild auf die Horde rumknatter. Unten links siehst du dann dieses kleine blaue Symbol, dass der Konzentrationscocktail ganz einfach aktiv ist. Und sobald die Kombo wieder stabil ist, ja, nicht abreißt, du siehst das dann, behalt immer diesen weißen Streifen im Auge. Habe ich hier die Molotow-Cocktails hinterher geschmissen. Für mich persönlich war das ein relativ easy, relativ entspannter Weg dann. Wie gesagt, also mit Napalm anfangen, dann gegebenenfalls die Rohrbomben hinterher. Wenn du dann siehst, aha, die Kombo reißt irgendwann ab. Wenn sie nicht abreißt, erstmal noch schön die Attraktorbomben hinterher. Und dann spawnen natürlich unheimlich viele Freaker. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du hier dir nach und nach den Konzentrationscocktail am Anfang gerade reinwirfst. Die Kombo bildet sich natürlich dann auch hier im Slow-Mo-Modus nur zurück. Hast du ein paar Sekunden mehr Zeit gegebenenfalls und dann hier wirklich die Freaker eliminieren. Deshalb ist auch ganz wichtig, dass du auf dem ersten Dach hier nicht wie wild deine ganzen Magazine verschießt. Ich habe mir immer eine Waffe übrig gelassen. Du hast gesehen, Gold habe ich jetzt hier in der Zwischenzeit schon erreicht. Also ich denke, eine sehr, sehr einfache Vorgehensweise. Ja, wenn du hier nicht auf so Glitches oder Tricks oder ähnliches stehst, ist das vielleicht nichts für dich, aber wie bereits erwähnt, wenn du hier einfach Gold haben willst, denke ich wirklich, stand jetzt hier der einfachste, entspannteste Weg. Ansonsten guck mal hier bei meinem Speedrun rein, wenn du ein bisschen mehr Action haben willst. Ich habe jetzt hier noch einen Attraktor reingeworfen, die Kombo bildet sich jetzt hier auch nicht mehr zurück. Ich denke natürlich für Spieler, die hier hoch irgendwo in so ein World-Ranking oder ähnliches wollen, ist das Ganze hier nichts. Du musst natürlich auch irgendwann wieder runter vom Dach, hast dann keine Munition mehr und ähnliches. Aber für Gold, wie gesagt, wirklich perfekt geeignet aus meiner Sicht. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich konnte dir gegebenenfalls hier mit dem Video weiterhelfen. Falls du mit der Herausforderung Probleme hattest, hoffe ich, dass sie jetzt kein Problem mehr darstellt. Abonniere meinen Kanal für weitere Videos. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.